Die deutsche Mehrheitsgesellschaft ist über die große Anzahl von Erdogan-Anhängern unter der türkischstämmigen Bevölkerung beunruhigt. Was sollte getan werden, damit es nicht zu einer tiefen Spaltung zwischen der türkischen Community und der Mehrheitsgesellschaft in Deutschland kommt? Ja, die Frage ist berechtigt. Erdogan versucht, die Polarisierung, die es in der Türkei schon gibt, auch nach Deutschland zu bringen. Und das stellt schon eine Gefahr für Deutschland dar. Und ich glaube, für den inneren Frieden in Deutschland ist es sehr wichtig, dass deutsche Regierenden die verschiedenen Akteurinnen aus den türkischen Communities zusammenbringen an einen Tisch und vielleicht unter Schirmherrschaft des Staatspräsidenten oder der Kanzlerin eben ihre Fragen und Sorgen angehört werden können und dazu beigetragen werden kann, dass diese Menschen miteinander und dem deutschen Staat ins Gespräch kommen. Das ist, glaube ich, sowohl für die deutschen Politiker ein Vorteil, das zu machen, als auch für die bilateralen Beziehungen. Natürlich zeigt es auch den Menschen, was ein demokratisches Miteinanderreden alles erreichen kann. Okay. Thank you very much. Dankeschön.